zu der Aussage von Neville Goddard, das Gefühl ist der Schlüssel. Wenn du nicht ins Gefühl reinkommst, dann bist du einfach nicht in dem Bewusstsein, dann bist du nicht in der Realität, in der die Sachen sind, die du haben möchtest. So, und jetzt ist es natürlich sauschwer, wenn ich etwas haben möchte, was ich mir nicht vorstellen kann. Was für mich so riesengroße Fragezeichen aufwirft, wie soll denn das gehen, das kann ja gar nicht gehen und so weiter und so fort. Und da kommt das Divine Design Prinzip zum Tragen. Das ist so, so wichtig, weil Divine Design ist unabhängig. Das ist völlig egal, wie, wo, was, wann. Divine Design ist, und zwar jetzt. Du bist Divine Design. Das heißt, in dir ist alles, alle Möglichkeiten, alle Potenziale, alle Realitäten sind in dir jetzt schon in Erfüllung. Auf energetischem Level. In einem energetischen Raum sind alle Sachen da, in dem Divine Design energetischen Raum. Das heißt, du brauchst die Energie der Bedingungslosigkeit. Und zwar, dass bedingungslos alles da ist. Alles. Du musst dieses Wissen, muss für dich so sonnenklar sein, dass in der energetischen Welt kein Mangel herrscht. Es gibt keinen Mangel. Es fehlt nichts. Das muss einfach klar sein. Und dann, wenn du sagst, okay, es fehlt nichts, es ist da, bedingungslos, das heißt, ich muss nicht wissen, unter welchen Umständen es zu mir kommt, wie das zu mir kommt, weil es ja unter jeden Umständen schon da ist. Und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du das weißt? Und dann weißt du, ich bin gut genug für das, weil die Sachen sind in meiner inneren Welt. Ohne mich gibt's das gar nicht, was ich mir vorstelle. Also die Tatsache alleine, dass du dir das vorstellst, dass du dir das vorstellen kannst, heißt, es ist da durch dich. Verstehst du? Durch dich. Dann ist es ja logisch, dass es für dich ist. Wenn es durch dich da ist, ist es ja logisch, dass es für dich da ist. Und jetzt bist du in einem Bewusstsein, wo du weißt, wow, egal, es ist ja da. Ich bin da, ich bin wertvoll, ich bin dieser Wert dieser Sache. Es gibt es nicht ohne mich, diese Sache gibt es nicht ohne mich. Wow. Und jetzt fühlst du das, jetzt fühlst du dich groß, jetzt fühlst du dich richtig, jetzt fühlst du dich gut, jetzt fühlst du dich wertvoll und dann kannst du dich absolut geliebt fühlen. Liebe ist dann auch bedingungslos für dich da, dieses Gefühl, wow, ich liebe so fest, ich liebe so fest. An das, was ich denke, liebe ich so fest. Und jetzt kommen wir zu deinem SP. Denkst du das über ihn die meiste Zeit? Ich liebe ihn so fest. Oh mein Gott, ich liebe ihn so fest. Und ich schwöre dir, wenn du hier noch eine Problematik hast, durch Abwesenheit oder durch Abwesenheit gewisser Eigenschaften, Verhaltensweisen, dann liegt es daran, dass du nicht bedingungslos liebst. Und das heißt es, du fühlst dich bedingungslos geil, geliebt, unterstützt, richtig, alles verdient hast du. Erfüllung deiner Wünsche ist Programm, weil sie ja durch dich manifestiert werden. Sag mir einen einzigen Grund, warum du dich jetzt nicht klasse fühlen sollst, warum du dich nicht erhoben fühlen sollst, warum du dich nicht speziell wunderbar als absolut das Schönste, Liebste, Geliebteste fühlen sollst. Es ist nur eine Sache in deinem Kopf. Divine Design ist da, steht dir zur Verfügung, aber da musst du auch so denken, wie ein Divine Mind. Und dann kommst du ins Gefühl. Und wenn das Gefühl da ist, weißt du, it's done. Neville Goddard hat ja gesagt, er hypt sich da so rein, ja, wie dass er nachher das Gefühl hat, er hat einen emotionalen Orgasmus, hypt er sich in seine
in seinem Divine Design, so nennt er das nicht, aber in seinen erfüllten Wunsch, weil den gibt es ja nur im Divine Design, durch dein Divine Design, durch dein göttliches, unabhängiges Design, hypt er sich da so rein, dass er nachher wie so einen emotionalen Orgasmus hat. Das ist übrigens auch das, was Dr. Joe Spencer mit seiner Atemtechnik bewirken will. Aber wenn der Mindset drumherum nicht stimmt, dann geht's halt nicht. Dann hast du halt mal einen Orgasmus gehabt. Aber du willst ja keinen Orgasmus, sondern du willst ja ein Dauerhigh. Ja, und du willst dich dauernd gut, sicher, richtig, am richtigen Ort, genau richtig fühlen, so wie du bist, so dich zeigen, so gesehen werden, im Divine Design, nicht in deiner nicht gut genugen Version. Da musst du dich natürlich verstecken. Und so geht es, in dieses Gefühl reinzukommen. Und das geht nur über Kopf, über Vorstellungskraft, über Identity, Divine Design, Identität. Und dann bist du da. Und dann darfst du bleiben. Wenn dich irgendwas da wegzieht, dann warst es du. Weil du äußere Umstände, Äußerlichkeiten, Reaktionen, Worte, Sätze, Situationen dazu genutzt hast, um zu sagen, nö, ich bin nicht gut genug, ich bin doch nicht geliebt. Nein, es fehlt etwas, so kann es nicht sein. Ja, jetzt bin ich angekommen und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Like es, teile es und reise im Divine Design. Alles ist da, alles ist gut, alles ist für dich. Bis dann. Ciao.